Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Let's Play, und zwar Let's Play Tomb Raider 2013, der Prequel-Version im Prinzip. Und ich habe mir gedacht, ich lade mir mal einen Freund dazu ein, auch wenn es sich um ein Solo-Spiel handelt. Und ich denke, ihr kennt ihn alle, aber er kann sich trotzdem ja nochmal vorstellen. Schönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Ich bin der Horst, weißt du Bescheid, Schätzelein. Und ich bin heute die schöne, leckere Lara Croft, weißt du Bescheid. Und Zuckerpüppchen, das will ich gerne mal vernaschen. Okay, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich bereue es jetzt gerade schon, dass ich dich eingeladen habe. Du könntest... Geh einfach wieder, ich mach das doch alleine. Also sag mal, das kannst du doch hier nicht machen. Erst lädst du mich ein und dann schickst du den Horst wieder weg. Das ist aber richtig. Ja, komm, halt's Maul, ich hab hier... Komm, tschüss. Ja, okay, das war schon wieder ein super toller Start. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt trotzdem einfach mal direkt ins Spiel, damit ihr auch direkt in der ersten Folge möglichst viel seht. Und ja, legen wir dann einfach auf den ersten Slot, das erste Spiel. Achso, Schwierigkeitsgrad, leicht normal, schwer. Ja, normal. Erste Mal immer auf normal. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt.
So, anscheinend dürfen wir jetzt hier das erste Mal selber Hand anlegen. Was mir aber direkt aufgefallen ist in der Anfangssequenz, dass ich keine Untertitel anhab. Untertitel aus, ein, möchte ich die gerne haben. So, jetzt kann es auch direkt losgehen. Oh Gott, die sind so hässlich umrandet, das ist ja ätzend. Ich muss runter. Na, ich wollte eigentlich nach oben. Wo soll ich denn hinschwingen, verdammt? Auch. Hallo? Ich spiele das übrigens auf der PlayStation. Habe ich als besser empfunden, sage ich es mal, das auf der PlayStation zu spielen. Aua. Nein. Glaube, das ist nicht allzu toll, wenn man da so ein Ding hinten in den Rücken bekommt. Was ist er denn für ein Zeitgenosse? Was ist das hier? Ich glaube, der ist tot. Was ist bloß passiert? Oh, eine Fackel. Wo? Oh. Da oder die oder was? Ah. Feuer, Fackel, neue Ausrüstung gefunden, nicht Feuer. Halt Fackel drückt, um die Fackel zu benutzen. Au, das brennt! Aua! Aua! Naja. War anscheinend nicht allzu schlimm. Nein, ich muss mich gehört haben. Oh, verdammt! Drücken Sie L2, um die Umgebung zu erkunden. Aha. Ah, da kann ich irgendwas mitmachen. Was ich kann nicht. Gehen und den Überlebensinstinkt benutzen. So. Mal sagen. Was hat da kalimpert? Kann ich das da irgendwie hoch und das anzünden oder so? Ah, okay, gut. Ich glaube, das explodiert jetzt. Ich weiß aber nicht, wie groß die Explosion ist. Lass uns überraschen. Ups. Ich glaube... Ups. Was war das denn? Hier drunter oder was? Ja. Ich bin auch ein bisschen lehm. Wachu, Mann! Piss dich, du Fixer. Nein, 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 nein. Ja, ja, deswegen lässt du mich da fast von dem Ding zerquetscht werden, ne? Ja, das hast du bereits gesagt und das glaubt dir immer noch nicht. Komm. Willenskraft, finden Sie einen Weg hinaus. Na denn, kann ich da rein? Nein, da kann ich nicht. Ah, muss wohl dadurch, dann geht die Fackel aber wieder aus. Das mag ich nicht. Ah, doch schon wieder. Was, wie? Ich kann nichts sehen, Kollege. Da hinten leuchtet irgendwas auf. Ja, hier ist irgendwas. Ja, da muss ich irgendwie in die Luft springen. Das sehe ich schon.
Komm ich hier nicht hoch? Nein, ich komm nicht hoch. Mehr Feuer. Zum Glück. So. Und ich kann das jetzt hier, glaube ich, anzünden. Was ist das denn für ein Ding? Gucken. Ich glaube, das sollte ich auch anmachen. Kann ich damit durchpreschen? Hoffen wir es mal. Wohl. Was gibt es denn hier? Kann ich... Ach, das kann ich da runterprügeln. Ich wollte das wohl runterprügeln, Kollege. Da blockiert irgendwas. Da blockiert irgendwas. Ah, das finde ich nicht gut. Was denn, wenn ich da... Ah, gut. Ah, okay, da fallen jetzt Steine rein für Gewicht und so weiter. Ich hoffe, das reicht jetzt. Komm, lauf! Ach, oh, ich glaube, ich konnte da was anzünden. Das war, glaube ich, nicht gut. Ja, naja. Verstanden, ich hab's schon. Ah, ich hab es schon verstanden. War jetzt ein bisschen blöd. Ich habe einfach mal gedrückt. So. Ich konnte den Spaß nämlich anzünden, dann runterschubsen und dann wäre der Scheiß da unten wahrscheinlich explodiert. Aber das habe ich natürlich mal wieder nicht gedacht. So, deswegen zünden wir das jetzt an. Stoßen es dann hinunter und hoffen, dass der Spaß da explodiert. Kabum. Ich muss sofort hier raus. Oh, okay. Modell freigeschaltet. Kopf mir extra und so weiter. Kann ich irgendwie rennen oder sowas? Da geht's nicht lang. Oh Gott. Oh. Aua. Jetzt rennt sie anscheinend automatisch. Komm, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, Flappe, lauf. Oh, 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 oh. Oh, nö, nicht. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick. Ich will dir helfen. Ach, was? Ups. Hallo. Gute Nacht. Ja, war geplant. Da habe ich gerade nur aufs Dingens konzentriert. Nur aufs Wegdrücken konzentriert und nicht aufs Wegtreten. Was? Habe ich doch gedrückt, Kollege? Ja, ich habe Dreieck gedrückt, ja? Wahrscheinlich muss man Viereck drücken, damit der Dreieck erkennt. Ergibt zwar keinen Sinn, aber nicht. Wahrscheinlich muss ich bis zum letzten Moment warten oder so. Ah, okay, jetzt. Das ist tot. Lauf, 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 lauf. Die Wände kommen irgendwie näher, das gefällt mir nicht so. Bin ich nicht so der Fan von. Was? Ist so immer abwechselnd, okay. Du, 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 lauf! Kriegt ja im Events, wenn wir es nicht übertreiben, okay. Oh, falls ich habe gerade den rechten gedrückt. Komm, ich bin sofort arbeiten. Ugh.
Das gab gut XP. Und eigentlich würde ich jetzt hier aufhören, aber da das die erste Folge ist, machen wir noch ein bisschen weiter. Ausnahmsweise, weil ihr es seid. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Suchen sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Da gar nichts machen, oder? Da darf man es doch sogar. Sollte das passieren, oder habe ich mich zu unbeholfen angestellt? Halt. Suchen wir mal nach Hinweisen. Geht's da irgendwie? Ja, da geht's runter, aber ich glaube, da gibt's nichts Dolles. Und? Ah ja, die ist schwer verletzt, aber das kann sie immer noch. Na egal. Wollen wir nicht kritisieren. Ich habe einfach nur mega Bock auf dieses Game. Ich hoffe, dass es auch Versprechungen hält. Ich schaff das. Ja. Als willst du da reinklettern oder wie? Oder da dran hochklettern. Ach, was stand da jetzt gerade irgendwie? Oh Gott. Das erinnert so ein bisschen an Uncharted. Weiter. An den zweiten Teil, wo man da in dem Zug ist. Komm, mach. Ich glaube, das kommt runter. Das war ja schon eine Selbstmordaktion am Anfang direkt. Das konnte man doch schon sehen, Kollege. Wenn die hinaufklettern, drücken sie im Sprung. Darf ich das drücken im Sprung? X, um an flachen Wänden aufzuklettern. Ah, okay. Sam. Ups. Ich glaube, die wollte Sams Tasche sagen. Sam! Ja, auch nur lauter, sie ne? Müssen hier gewesen sein. Funkgerät, neue Ausrüstung erhalten. Jetzt kann man ja nichts mitnehmen. Ein paar Wasserpullen oder sowas. Ach, die kriegt wahrscheinlich keinen Durst. Wie war das mit... Ich dachte, viereckiges Greifen. Puh. Das sollte anscheinend passieren, war geskriptet. Dann suchen wir mal Zuflucht. Von dem Sturm. Ich höre Wölfe. Finde ich weniger gut, wenn ich unbewaffnet bin. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten!
wollt ihr denn jetzt trockenes Holz herbekommen? Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitney. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? So, nachdem Lara anscheinend jetzt Schuldgefühle hat, dass alle verschütt gegangen sind, weil sie unbedingt hier hin wollte, würde ich sagen, machen wir einfach einen schönen Cut, denn die Folge ist schon wieder mal lang genug, so lang wollte ich gar nicht. Aber nun gut, ist die erste, da kann man dann auch mal drüber hinweg sehen und ich würde einfach sagen, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Bananarama.